Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu dem Projekt Zero to Hero. Ihr seht, wir sind ganz woanders und überhaupt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ich letzte Woche nicht wie gewünscht mehrere Aufnahmen machen konnte und ja, dann irgendwann kam das Update zu 3.18.1. Wir befinden uns in 3.18.1, das heißt natürlich auch, wir sind ein bisschen blanker, als wir das vorher waren, aber ich bin jetzt hier gerade in ArcCorp und hier bin ich nicht ohne Grund tatsächlich. Denn ich habe mir heute gedacht, wir laufen heute mal ein wenig durch ArcCorp, einfach durch. Wir schlendern ein wenig. ArcCorp ist so das Home-Ding, wo ich tatsächlich am wenigsten war. Ihr hört es immer noch in meiner Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen werde ich heute auch nur eine Aufnahme machen. Moment. Deswegen werde ich heute nur eine Aufnahme machen. Und in dieser jetzt so ein bisschen über den Verlauf von und den Werdegang von Zero to Hero sprechen mit euch. Kann sein, dass diese Folge gar keine Stunde dann geht, sondern dass die Folge halt ein bisschen kürzer ist, als das im Normalfall der Fall sein sollte. Aber das liegt so ein bisschen daran, dass eben ja jetzt der Patch 3.18.1 draußen ist und ich denke mal nach der Free Flyer Week am 20. April, also quasi dann eine Woche später, der Patch 3.18.2 rauskommen wird und ja, wir alle wissen, dass da das Spiel dann quasi nochmal einen Wipe, ein Full Wipe haben wird und dementsprechend würde es gar keinen Sinn machen, jetzt richtig, richtig, richtig krass reinzuhasseln, sagt man, glaube ich. Deswegen laufe ich jetzt gerade ein bisschen rum und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über die Zukunft von Zero to Hero und ich habe auch einiges an Kommentaren von euch oder einige an Kommentaren von euch mir angeschaut und ich zieh mich mal um, als wenn wir hier wirklich nur unterwegs wären. Wartet mal, wir machen mal ganz kurz so einen Pulli und dann ziehen wir uns noch eine Hose an und sowas. Hab ich gar keine. Okay. Ja, das ist ja dann, nee, das sieht nicht so gut aus. Dann ziehen wir uns einfach nur den anderen Suit hier an. So. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich werde immer mal kurz wahrscheinlich leise sein, um zu niesen und. Das ist ganz normal jetzt gerade leider durch Krankheit. Genau, nämlich jetzt ist das der Fall. Kleiner Moment. Deswegen laufen wir so ein bisschen durch ArcCorp durch, weil ArcCorp ist einfach eine Stadt, wie gesagt, die habe ich mir jetzt noch nicht so oft angeguckt. Wurde die überarbeitet? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß von ArcCorp quasi gar nichts. Ich weiß, dass ArcCorp eine sehr, sehr schöne Stadt ist und dass man sich hier viel, viel mehr Zeit nehmen kann, die Atmosphäre einfach mal aufzusaugen. Und das sollte man auch einfach mal machen. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlimm, wenn wir heute immer mal ganz kurz auch mal innehalten und uns so ein bisschen dann hier uns einfach nur die Gegend angucken und gucken, was denn hier so geboten wird in ArcCorp und wie schön eigentlich ArcCorp all in all an und für sich ist, ja. So. Also, was habe ich mir für Gedanken gemacht für das Projekt Zero to Hero? Da das erste Mal ist, dass ich das Ganze hier mache und das erste Mal ist, dass wir das Ganze hier quasi angehen, habe ich mir Gedanken gemacht, dass wir, sobald der Patch 3.18.2 raus ist, das Ganze eventuell ein bisschen anders machen. Es gab Kommentare von wegen, ja, zieh's doch einfach durch und sag, es gab eine Bankenkrise oder sowas und das ganze Geld ist weg. Und ja, könnte man machen. Ich habe aber einfach überlegt, mit dem Patch 3.18.2. Ist das ein Spieler? Mit Waffe auf dem Rücken, ein NPC? Hab ich noch nie gesehen. Könnte Security sein. Ich hab mir einfach die Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das so machen werde. 3.18.2 wird das Ganze quasi dann nicht full gestartet, sondern mit der nächsten Folge wird das Ganze wieder full gestartet und ich überweise von meinem Main-Account einfach die fehlende Summe rüber. Ja, das sind 100 und ein bisschen 1000. Ja, dann sind wir wieder auf dem Level, auf dem wir
die ganze Zeit jetzt quasi auch dann vorher waren. Ja, der Rock fehlt, aber ich will jetzt nicht 400.000 oder 300.000 überweisen, damit man einen Rock kaufen kann, damit, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Ganze wird dann aber mit 3.18.2 gemacht, also mit 3.18.2 werde ich ganz schnell, wenn der Patch kommt, ein bisschen farmen mit meinem Main-Account und dann das ganze Geld rüber überweisen, dass hier dieser Account quasi wieder auf dem alten Stand ist und dass wir wirklich dieses Zero-to-Hero-Projekt einfach weiterhin durchziehen können. Ja, das ist mein Plan und da würde mich nämlich direkt interessieren, was haltet ihr davon, dass wir das Ganze quasi so angehen und dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir starten eine V2 von diesem gesamten Projekt, sondern wir starten quasi nicht die V2, sondern wir bleiben bei der V1 und diese V1 wird halt einfach ein bisschen abgegradet, indem man seinen Main-Account einfach dafür nutzt, das Geld einfach von links nach rechts zu schieben. Das kann ich jetzt am Anfang noch machen, also wenn wir jetzt schon bei 3-4 Millionen gewesen wären, könnte ich das nämlich nicht machen. Ja, da ich kann nicht einfach an einem oder zwei Tagen ganz, ganz schnell mal 3-4-5 Millionen farmen, dann müsste ich meine komplette Orga da irgendwie mit einspannen und sagen, ey, ihr müsst mir jetzt mein alle Geld überweisen, damit ich das an mein das Projekt hier weiterläuft. Und da hätte ich gar keine Lust drauf. Das fände ich tatsächlich wirklich ein bisschen blöde. Aber jetzt, wo wir wirklich noch in diesen Startlöchern sind, hier kann man auch überfallen werden, oder? Wo wir noch in den Startlöchern sind. Ja, da kann man das Ganze eigentlich so machen, wie ich es mir eben einfach gedacht habe. Und für mich wäre halt wichtig, was ihr von so einem Übergang haltet oder ob ihr sagt, nee, das verfälscht das Ganze ein bisschen, weil es gab ja einen Patch dazwischen, aber es ist ja all in all trotzdem noch der Augenmerk liegt ja auf dem Zero to Hero 3.18 Projekt, ja. Und dann ist es halt 3.18.1, 3.18.2 und so weiter und so fort, ganz klar, das wird auch so sein, das wird auch angemerkt, dass in welcher Version wir uns gerade befinden, aber all in all soll das Ganze ja nicht einen Abbruch erleiden oder eine Pause erleiden, einfach nur, weil ein Patch rausgekommen ist. Das fände ich persönlich sehr, sehr langweilig. Und deswegen, ja, wie gesagt, die Frage an euch, was haltet ihr davon? Sollten wir das so machen oder sollen wir halt wirklich sagen, okay, nee, wir fangen mit einer V2 an und mit der V2 wird halt nicht die 890 gekauft, sondern dann halt eine 400i oder sowas. Das würde ich dann quasi mit meinem nächsten Zero-to-Hero-Projekt, also das wirkt der wirklich nächste Start eines Zero-to-Hero-Projektes, da würde ich das dann auch genauso angehen. Denn das steht natürlich auch schon dann in Anführungszeichen in der Planung bei mir gerade, wenn diese 50, 60 Folgen hier vorbei sind, was passiert dann? Ja, oder 100 Folgen, wie auch immer. Was passiert dann, wenn die 890 gekauft ist? was ist dann unsere Bestimmung, ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier rechts rein. Das wäre dann irgendwann halt eine Situation, die eintreten wird. Denn ich möchte dieses Zero-to-Hero-Projekt halt einfach auch weiterlaufen lassen. Ja, ganz, ganz, ganz klar. So. Außerdem möchte ich diese Folge hier als sogenannte Real-Talk-Folge halten. Ja, das ist, wir sind jetzt 8 Minuten drin. Das hier soll eine Real Talk-Folge sein. Eine Real Talk-Folge, die ich normalerweise gemacht habe, war dann immer ich, der irgendwo rumsitzt und mich zeige und sage, hey, ich höre jetzt auf mit Twitch oder sonst irgendwas. Und weiß ich nicht, ob ich das jetzt so weiter machen soll oder will. Deswegen ist jetzt erstmal die Frage, sollte ich das lieber so machen oder soll das hier in ein Spiel reinlaufen quasi, weil wir hier halt in diesem, wir sind hier gerade in so einer Umgebung, in Anführungszeichen, wo wir halt einfach reden können. Und das ist ja hier das absolut Schöne. Wir können hier einfach reden in dieser Serie und können über alles so über Gott und die Welt reden. Und dann kann halt auch mal so eine Real Talk-Folge in Star Citizen passieren. Dann muss ich mich persönlich halt, wie gesagt, nicht vor der Kamera zeigen oder sowas, weil ihr hört meine Stimme hier, die 90% oder 95% der Leute wissen, wie ich aussehe durch die Streams und andere Dinge. Und dementsprechend hab ich mir überlegt, einfach so eine kleine Real Talk-Folge zu machen und ein bisschen über
ja, die ein oder anderen Ereignisse zu sprechen, aber ich weiß nicht, ob ich das halt hier im Zero to Hero ansprechen sollte. Deswegen werde ich das jetzt hier in dieser Folge nicht machen. Also ich wollte das hier in dieser Folge machen, aber ich werde das in dieser Folge hier nicht machen, sondern das ist eher so eine Frage, ob ihr sagt, yo, mach das doch auch in diesem Projekt, wenn du mal quasi die Zeit und die Lust dazu hast, dann mach das hier. Ansonsten mach lieber wieder ein eigenes Video darüber, weil das hier ist ja ein spezielles Projekt eigentlich dafür. Nur, weil für mich persönlich bietet sich hier halt auch die Zeit für sowas an. Deswegen hatte ich überlegt, das jetzt zu machen. Aber wenn ihr sagt, nee, mach das nicht, dann machen wir das auch nicht. Weil ich finde, dieses Projekt hier muss halt mit euch zusammenlaufen. Der Charakter ist übrigens nur ganz kurz geblendet. Also der ist einfach nur randomized. Nichts Besonderes. Das müsst ihr sagen. Ja, das müsst ihr sagen. Da wäre ich sehr, sehr froh, wenn der ein oder andere einfach kurz mal anmerkt, ja, mach das hier oder mach das nicht hier. Aber wie gesagt, jetzt gerade machen wir es einfach nicht, weil das bietet sich nicht an. So. Also, Zero to Hero habe ich angesprochen, das habe ich angesprochen. Dann ganz kurz möchte ich nochmal eine weitere Sache ansprechen, was mein Star Citizen Content angeht. Ich bin über glücklich einfach, dass so viele Menschen sehr, sehr positiv sind, was vor allem dieses Projekt hier angeht, was aber auch andere Projekte von mir angeht, was mein ganzes Star Citizen Live quasi angeht. Deswegen kann ich mich einfach nur bei euch, vor allem bei den ganzen Star Citizen Spielern bedanken, die Kommentare etc. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja damals Twitch verlassen, weil mir Twitch nichts mehr geboten hat im Livestreaming, im Sinne von ich habe eine Kommunikation mit den Spielern zusammen, weil die war einfach irgendwann nicht mehr gegeben. Und ich habe hier so viele Kommentare von euch allen immer unter diesen Videos, unter allen möglichen Videos, dass ich mich einfach mal bei euch, vor allem, also wie gesagt, bei den ganzen Star Citizen Spielern bedanken möchte. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist richtig, richtig schön, wenn man das Ganze quasi in so einem Flow hat. Man weiß, man haut ein Video raus, dass man weiß, es gibt einige Leute, die um 18 Uhr da sind, manche sind um 20 Uhr da, andere dann um 21, 22 Uhr, manche schreiben um 3 Uhr nachts einen Kommentar und so, und das baut einen extremst auf, und das ist super, super, super super wert, warum wollte ich wertschätzend sagen, ich weiß nicht, super wertschätzend gegenüber dem Content Creator, in der Form jetzt natürlich mir. Deswegen wirklich vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier alle möglichen Projekte so dermaßen supportet und so geil findet und zu irgendwie den ganzen Projekten was sagen kann und eventuell noch kleine Feedbacks dazu kommen. Und egal, ob die dann positiv oder es gibt auch negative Feedbacks oder also nicht negative, sondern kritisierende Feedbacks, die sagen, hey, ich hätte das so und so gemacht. Das nehme ich mir alles zu Herzen und kann darauf aufbauen. Und das ist das absolut Wichtige. Und nur so kann man lernen, sich zu verbessern. Und genau das möchte ich natürlich. Ja, ich bin relativ neu in Star Citizen. Ich spiele Star Citizen jetzt erst seit der Invictus vor 2 Jahren. Also quasi in der Corona-Pandemie habe ich erst angefangen mit Star Citizen. Das heißt, ich bin ein absoluter Neuling. Ich bin ein Küken für die meisten. Habe trotzdem sehr viel aufgesaugt, habe sehr viele Informationen schon verarbeitet, habe mir sehr, sehr, sehr viele Videos angeguckt, mache eben auch sehr, sehr viele Videos darüber. Und weil ich kein Fan davon bin, einfach irgendwas rauszuposaunen, was eventuell nicht stimmt, versuche ich mich halt auch so gut und wie möglich irgendwie vorher zu belesen, um dazu dann eben was zu sagen. Und bin genauso ein Spieler wie eben jeder Einzelne von euch, der das Spiel Hass liebt, ja, weil ich glaube, dass das, was von 90% von uns irgendwie ausgeht, eine Hassliebe hier zu diesem Spiel. Und deswegen kann ich nur immer und immer wieder sagen, vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier wirklich so rein supportet mit den Kommentaren, dass ihr die Videos nicht 5 Minuten anguckt, sondern wirklich die volle Zeit von den Videos immer anschaut. Also meine Watchtime ist so dermaßen hochgegangen in den letzten Tagen und Wochen. Das ist
Der absolute Hammer und deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Das Witzige ist, dass die meistgesehensten Videos pro Monat immer noch die Sea of Thieves Videos sind, wo ich Tutorials früher für gemacht habe. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Dann hat sich das wirklich verlaufen, weil wir hier so viele verschiedene Formate haben. Wir haben ja ein Reaction-Format, wir haben hier mit diesem Format ein Let's Play-Format. Wir haben ein Zusammenfassungsformat, also was wichtige Punkte zusammenfasst von Dingen. Wir haben Informationen, wir haben News und. Also wir haben eigentlich für Star Citizen so gut wie alles, was man auf dem gesamten Markt überhaupt haben kann. Und das haben wir für ein Spiel. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr positiv, dass wir hier wirklich gemeinsam was richtig Geiles irgendwie noch auf die Beine stellen können. Ich will mir einmal ganz kurz, nur damit wir dieses Feeling haben, nur damit wir einmal das Feeling haben, ja, dass wir sie schon mal gesehen haben und wissen, okay, es sind noch 32 Millionen, die wir brauchen. Das ist schon viel. Ja. Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, also ich kann mich einfach nur bei jedem Einzelnen bedanken, denn das ist absolut wertschätzend, was ihr hier macht und wirklich mit jedem Kommentar macht und deswegen vielen, 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 vielen Dank für diesen Support in der Geschichte Star Citizen hier für mich. Dankeschön dafür. So. Dadurch, dass heute quasi keine wirkliche Wir farmen Geld-Folge kommt, weil ich einfach noch wirklich, also ich denke mal, es war Corona, was ich hatte, Geschmacksnerven waren ein bisschen blank, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, alles. Einfach alles. Einfach weil ich denke, dass es das noch war, will ich meine Stimme heute ein bisschen schonen. Werde jetzt diese Folge hier quasi hochladen als eine Folge. Es tut mir wirklich leid, dass das dieses Mal dann keine Stunde ist. Ich weiß, viele freuen sich auch einfach auf diese Ablenkung von einer Stunde und wollen das dann quasi auch, wollen das dann auch quasi so ein bisschen als Ablenkung nehmen, nebenbei, neben dem sie selbst zocken und so. Und deswegen tut es mir leid, wenn es diesmal keine wirkliche Stunde ist, sondern wenn es halt nur 20 Minuten sind. Aber ich kann nur sagen, wir werden auf jeden Fall das Projekt weitermachen. Ja, wir werden das auf jeden Fall weiterfahren und ich habe da richtig Bock drauf. Und wie ich schon erklärt habe, werden wir das jetzt höchstwahrscheinlich machen, außer ihr sagt jetzt in den Kommentaren nein, auf gar keinen Fall, weil deswegen will ich am Mittwoch so viel wie möglich, also am Mittwoch werde ich dann die letzten beiden Folgen von dieser Woche hier quasi aufnehmen. Nur damit ich jetzt heute, wo diese Folge für euch rausgekommen ist, Dienstag so viel wie möglich aufsaugen kann und das direkt verarbeiten kann in den Mittwoch zu den Aufnahmen, dass ich euch Donnerstag und Sonntag eben ja, das bestmögliche Ergebnis auch direkt präsentieren kann. Also nochmal an wirklich jeden Einzelnen herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank für den Support hier im Star Citizen-Universum für mich. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo da, liked alle Videos, kommentiert die Videos und lasst uns hier wirklich ein gemeinsames, geiles Ding schaffen. Und wer Bock hat auf eine schöne Organisation, Syndikat in der Form, also ein bisschen im Verbrechen auch arbeiten möchte, der kann gerne unter dem Video, ich hoffe, da ist irgendwo ein Discord-Link, ansonsten mache ich ihn rein, einfach mal unserer Orga joinen, also unserem Orga-Discord joinen, eine Bewerbung schreiben und dann spielen wir eventuell demnächst mit meinem Main-Account zusammen im Worse. Ich wünsche euch was ganz, ganz Tolles, habt einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.